just like that. Moin. So, von Zeit zu Zeit passiert es schon mal, wenn man viel mit dem Dutch Oven kocht, dass so die Beschichtung so ein bisschen abgeht, das Eingebrannte. Ich habe hier zwei Pötte, die wollte ich so ein bisschen nachbrennen, weil unten am Boden ist, passiert auch schon mal, dass irgendetwas haften bleibt und das kriegt man nicht so gut ab. Und. Wie gesagt, die Beschichtung geht verloren. Was ich da jetzt mache, ich habe im Pott Öl drinne. Ich habe stinknormales Sonnenblumenöl. Und das erhitze ich jetzt mit dem Gasbrenner. Ich habe hier so ein Brettchen mir genommen zur Hilfe. Von Zeit zu Zeit rühre ich das Öl ein bisschen um, dass auch an die Wände so ein bisschen was kommt. Das mache ich so lange. Ich habe jetzt, wie gesagt, so einen Brenner, den ich auch zum Räuchern benutze. Man kann es auch über Feuer machen. Ich habe auch schon mal gesehen, dass die Leute das im Smoker drinnen machen. Wie viel Grad man jetzt unbedingt braucht, ich mache das ja bei so einer mittelhohen Flamme. Ich erwärme das Öl jetzt so lange, bis ordentlich weißer Rauch rauskommt. Dann kommt der Pott runter und ich lasse den so lange stehen, bis der abgekühlt ist. Dann wiederhole ich dasselbe, das Öl lasse ich drinne. Das muss auch nicht komplett verdampfen. Das lasse ich drinne, das Öl. Und beim zweiten Durchgang wird der Pott einfach wieder erhitzt. Bis wieder weißer Rauch aufsteigt. Das ist noch nicht so zu sehen. Aber wie gesagt, ein bisschen, ja, so einen halben Zentimeter lasse ich das drinne, das Öl. Es mag jetzt vielleicht einer sagen, ja, es ist nicht richtig, aber so habe ich das von den alten Leuten erfahren, die früher nur mit Gusspfannen, Gusstöpfen gearbeitet, gekocht haben. Und die haben das so gemacht, die haben es hingestellt, die haben es draußen meistens über Feuer gemacht, aufgestellt, Öl erwärmt, ja, bis halt weißer Rauch kommt. Und dann, ja, so langsam fängt es an, man sieht das hier, so langsam steigt weißer Rauch auf. Ich möchte euch nur... Wirklich, passt auf, das Öl ist so heiß, man zieht sich sofort Verbrennung zu. Also wirklich ohne Kinder rumhantieren. Ich mache das jetzt auch abends, wenn keiner dabei ist. Wirklich aufpassen, es ist sehr, sehr heiß. Sofort Verbrennung. So langsam sieht man, es steigt weißer Rauch auf. Das lasse ich jetzt noch ein paar Minuten, bis richtig satter weißer Rauch kommt. Und dann nehme ich den Pott runter. Ich mache für euch Vorher-Nachher-Bilder, damit ihr das auch seht, dass es auch funktioniert und dass es klappt. Und der Pott sieht aus wie neu, wie gerade aus der Fabrik. Falls da irgendwelche Fragen zu sind, schreibt mir in die Kommentare. Und ihr braucht wirklich keine Angst haben. Ihr braucht kein spezielles Öl, ihr braucht keinen speziellen Öfen, sonst irgendwas. Oder teuer Geld dafür ausgeben, dass es euch einer macht. Öl rein, erhitzen. Runternehmen, abkühlen lassen, wieder draufstellen, erhitzen, bis weißer Rauch kommt, wieder abkühlen lassen. Das macht ihr zwei, dreimal, je nachdem, ja, wie, das seht ihr dann auch schon, ob der Boden oder die Wände, die nehmen ja dann wieder so eine satte schwarze Farbe an, so eine glänzende. Dann ist der Topf fertig wieder zum Neukochen. Also es ist wirklich keine Zauberei, es ist eigentlich sehr einfach. So, wie gesagt, ich mache jetzt mal weiter. Ich mache euch dann zum Schluss Vorher-Nachher-Bilder. Und viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann.